Moin, moin und hallo. Heute zeige ich euch, wie ihr an eurer Philips Air Fryer fettfrei feinste und leckere Hähnchenspieße zubereiten könnt. Wir haben jetzt hier Hähnchen auf einen Spieß gesteckt, der ist aufgetaut und mit einer Marinade umgeben. So, was wir machen, wir holen unseren Korb heraus vom Airfryer und legen diese in Reih und Glied da rein. Wie ihr seht, passen hier 2, 4, 6, 7 Stück schon mal gut rein. So, ihr legt sie einfach da rein und versucht, dass sie nicht zu viel übereinander kommen. Umso besser ihr sie verteilt, umso besser ist das Ergebnis. Dann nehmt ihr sie einfach, schiebt sie in den Airfryer und ihr könnt zu den Einstellungen kommen. Ausgezeichnet. Zu den Einstellungen. Wir stellen unseren Airfryer auf ca. 15 Minuten bei 160 Grad. Also, da ist es wichtig, ihr schaut nach 10 Minuten mal hinein und dann guckt ihr, wie weit die leckeren Hähnchen Spieße sind. Das ist jetzt so ähnlich wie beim Grillen. Es gibt so einen Wert. Es kommt immer auf die Dicke, auf die Dünne an von eurem Hähnchen. Außerdem liegt es daran, wie gerne ihr sie esst. Knackiger oder doch etwas weicher. Deshalb setzt einfach mal 15 Minuten an auf 160 Grad und wir sehen uns in 10 Minuten wieder. 10 Minuten Brutzelzeit sehen unsere schönen leckeren Teile so aus. Wir drücken mal drauf. Wenn ihr einen guten Widerstand merkt, dann seht ihr, dass innen schon alles durch ist. Wenn ihr jetzt eine Kruste haben wollt, geht hin und macht auf volle Pulle 200 Grad. Und lasst jetzt nochmal 5 Minuten drin. Weil wir haben jetzt 8, 9 Minuten geschafft, haben wir reingeschaut. Dann noch 5 Minuten volle Brutzelpower. Und dann schaut ihr so im 3 Minuten Rhythmus mal rein, bis eure richtige Konsistenz erreicht ist. Bis gleich. 3 Minuten rum und wir schauen uns mal eins an. Ihr könnt, wie gesagt, permanent öffnen und schließen und dann seht ihr auch selber, wann es gut durch ist. Schneidet es einfach mal an und wenn drinnen alles schön weiß ist, dann ist die richtige Konsistenz erreicht. Probiert mal und dann wisst ihr, wann es soweit ist. Das ist bei uns jetzt der Fall. Wir gehen auf 0 und werden nun alles herausholen, indem wir das Innenleben der Maschine herausholen werden und die leckeren Spieße nun extrahieren. Dazu nutzt ihr entweder das Rost, was da drin ist, oder wie wir jetzt, wir sammeln uns einfach unsere leckeren Hähnchenspieße heraus und können sie danach vertilgen. So einfach und schnell, das hat jetzt wirklich nur 15 Minuten gedauert, habt ihr richtig leckere Hähnchenspieße hergestellt. Ich wünsche euch guten Appetit, vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!